Wir sind noch beim Hamburger Börsentag unterwegs, liebe Zuschauer. Und bei mir ist jetzt Matthias Hüppe von HSBC Trinkaus. Und er wird gleich hier in einer halben Stunde einen Vortrag halten über Börsenpsychologie. Ja, die Psychologie, Matthias, die wirkt natürlich immer mal wieder. Wir haben es zuletzt erst so richtig heftig beim Brexit-Votum gespürt, was das ausmachen kann. Und ein paar Tage später war alles so, als wäre nichts gewesen. Ist das so ein typischer psychologischer Einfluss auf die Märkte gewesen? Naja, beim Brexit muss man sagen, war das Thema Psychologie eigentlich gar nicht mal so stark da, weil da war es einfach eine Überraschung für alle Marktteilnehmer. Also Unsicherheit, also das merkt man schon, das merkt man jetzt auch vor der US-Wahl, es ist Unsicherheit da, und wenn Unsicherheit da ist, und das merkt man, dann sieht man natürlich auch, wie die Kurse schwanken, wie keine Tendenz da ist, und das ist natürlich ein psychologisches Phänomen. Alle warten ab, was passiert jetzt in den USA, in welche Richtung. Der eine positioniert sich auf, ich sag mal, auf der Clinton-Seite eher long, der andere eher auf der Trump-Seite short, oder manche sagen, ich spiele beides in der Hoffnung, es wird so stark was passieren, dass ich dann doch auf der Gewinnerseite bin. Aber sag mal, dass der Kernpunkt der Psychologie, und das ist eigentlich ganz einfach, ist mal das Thema, bringen wir es mal auf einen Punkt, Gier frisst Hier. Das ist ein großes Gesetz, was leider an der Börse häufig auch passiert und was auch bei vielen Kleinanlegern passiert. Wenn es gut läuft, wird eben meist das Risiko zurückgefahren, und wenn es schlecht läuft, wird das Risiko erhöht. Und das ist so ein psychologisches Problem, wo man dran kämpfen muss. Weil, und das ist vielleicht das Entscheidende, um erfolgreich zu sein in seiner Anlage, das wird man nicht über die guten Trades, sondern über die schlechten Trades. Verluste zu realisieren, ist das Wichtigste überhaupt, was man machen muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Gier frisst Hirn, tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Spruch an der Börse, wenn wir an die Tulpenkrise denken oder die Affäre um John Law, Südseeschwindel 1929, dann die Internetblase und viele, viele andere Beispiele gibt es. Immer wiederholt sich dasselbe Szenario und die Menschen lernen nicht draus. Warum ist das so? Ja, ich kann es eigentlich auch nicht ganz verstehen. Ich glaube, das ist das, ja, oder man kann es doch interpretieren, es geht das über das Thema Heuristiken, über Geschichten. Menschen lieben Geschichten, das liegt uns in dem, also wir hören gerne Geschichten, wir hören gerne Märchen, und wenn man sich anschaut, gerade was im grauen Kapitalmarkt passiert ist und wo es dann auch, so, sage ich mal, wirklich die herben Verluste gab, weil es Betrüger waren, es wurden Geschichten erzählt, die wurden sehr gut erzählt und es wurden Renditen versprochen, die, wenn man sie neutral betrachtet, unrealistisch sind. Also auch heute, wenn jemand sagt 4% risikofrei, das ist nicht möglich, das ist jedem klar. Dennoch wurde über eine Geschichte eine solche Hoffnung aufgebaut, und dann wird auch meist noch das Schneeballsystem gemacht. Das erste Geschäft funktioniert immer mit kleinem Kapital, und dann wird großes Kapital nachgeschossen und dann fängt sozusagen dieser Schneeball an, richtig zu rollen. Und das ist das große Problem. Nach dem Motto, wenn ich einen 4% Zinsen verspreche, garantiert, und der erste Coupon kommt, dann glaubt man, die anderen Coupons und die Rückzahlung ist sicher und investiert umso mehr, und dann fängt eigentlich dieses ganze Spielchen an. Also eigentlich müsste jedem klar sein, ich sage auch immer, das ist auch wie bei manchen Börsenbriefen oder ähnliches, wo einem versprochen wird, dass man über Nacht reich wird, da muss man sich einfach die Frage stellen, wenn es so einfach wäre, warum macht derjenige das dann nicht selber? Ich glaube, keiner würde die Frage stellen, wenn ich sage, ich kenne die Lottozahlen der nächsten Woche, für 10 Euro verrate ich sie dir, wird jeder sagen, der ist doch bescheuert, der kann es doch selber machen, wird er doch viel mehr kriegen. Interessanterweise an dieser Stelle setzt das Gehirn dann wieder aus. Und klar ist, man wird immer rangelockt, erstmal kommen kleine Gewinne und dann glaubt man so, jetzt macht man das Ganze mit dem großen Einsatz und dann wird es zum Erfolg führen. Und das ist natürlich dann der Anfang vom Ende. Und da muss man einfach sagen, die Geschichten werden sehr gut erzählt, da sind viele psychologische Tricks, die da im Hintergrund laufen. Also das sind keine Laien, das sind Profis, die auch oft immer wieder auftauchen. Und man muss da einfach rational an das Thema rangehen. Und mein Credo ist immer, wenn Ihnen jemand etwas verkaufen will, je langweiliger die Geschichte ist, Beispiel Discount-Zertifikat, todlangweiliges Produkt, also so von seiner Entwicklung, von seiner Entstehung, aber es funktioniert seit Jahrzehnten. Aber da ist keine Geschichte bei. Das ist für die Leute nicht so interessant, als wenn man ihnen natürlich irgendwas über Erdöl-Explorationsrechte in irgendeiner interessanten Gegend oder über Gummibäume auf einer Plantage erzählt und ganz tolle Bilder dazu machen kann. Also Warnsignal, je besser die Geschichte, desto schlechter das Produkt. Bei den langfristigen Zyklen, da kann man diese psychologischen Effekte ja recht gut erkennen, vor allen Dingen im Nachhinein. Hinterher sind wir immer alle schlauer. Aber welchen Einfluss hat das denn, na mal relativ gesehen, am tagtäglichen Börsengeschäft? Naja, also tagtäglich, ich habe es schon gesagt, das Thema Verluste. Also man muss, und das ist, glaube ich, für viele schwierig, man muss sich eingestehen, dass nicht jedes Börsengeschäft, was man tätigt, zum Erfolg führt. Und man muss einen Verlust frühzeitig schließen. Also wenn man auf der Verliererseite ist, dann darf man nicht, im schlimmsten Fall nicht Geld nachschießen und nicht die Position halten. Also verlieb dich nie in eine Aktie, ist ein ganz wichtiges Thema. Weil wenn man auch hier mit den Leuten spricht und dann kommen immer mal wieder so ein paar Depotleichen, werden da genannt, so ein paar Titel, wo man einfach sagt, naja, du hättest doch immer noch die Möglichkeit. Über Jahre ging der Titel in eine Richtung, sagen wir auch die Telekom, von 100 runter auf 10.
man hätte sie jederzeit verkaufen können. Aber wenn dann erstmal ein kleiner Verlust da ist, den man nicht realisieren möchte, wird da schnell ein großer raus. Und entscheidend ist, man darf weniger verlieren, als man gewinnt. Und das ist ganz schwierig, weil oft sind die Gewinner-Trades, nochmal 5% oder 10% wird die Position schnell geschlossen. Man freut sich über den Gewinn, die Verlust-Trades werden laufen gelassen. Und das ist ein ungesundes Verhältnis. Und vergleichen wir es mit FC Bayern. Der muss nicht jedes Spiel gewinnen, um deutscher Meister zu werden. Das ist vielleicht ganz wichtig. Man kann nicht immer richtig liegen. Und es gibt Trader, die mit 2 von 10 Geschäften richtig liegen, aber damit mehr verdienen als mit den anderen 8 Geschäften, weil sie sie rigoros sofort schließen, wenn sie sehen, dass es nicht in die richtige Richtung läuft. Und das Schwierigste an der Sache ist einfach, wenn man Geld verloren hat, hat man einen Fehler gemacht. Und dann ist weniger weder der Markt schuld, noch der Bankberater, noch der Broker oder das Magazin, das man vorher gelesen hat, sondern man selber. Und das muss man sich einfach klar machen. Ich bin verantwortlich für mein Handeln und ich muss mir einen Fehler auch eingestehen, aber aus Fehlern muss man lernen. Und wenn man das macht, dann hat man auch eine Chance, langfristig erfolgreich zu sein. Aber man muss die Verluste begrenzen und die Gewinne laufen lassen, nicht umgekehrt. Also wenn man mal Geld verliert, das ist jedem schon passiert. Das ist nicht das Drama und da ist man auch nicht immer selber schuld, aber bei der Höhe des Verlustes höchstwahrscheinlich. Ja, das ist klar, die Höhe des Verlustes. Also mal dieses Verhältnis, was ja, wenn man überlegt, wenn man 20% verliert, dann muss man nochmal so 25% Gewinn machen, um wieder plus minus null zu sein. Das geht so gerade noch. Wenn man 50% verliert, 100% Gewinn. Wenn man 90% verliert, 1000% Gewinn. Da merkt man, das ist schon kaum noch möglich. Also je weiter man in die Verlustregion geht, desto besser muss dann das nächste Geschäft werden und dann wird es sehr schnell unrealistisch in den Höhen und deswegen eher früher begrenzen. Und wenn die Aktie danach sich wiederholt, was auch immer, man muss es vergessen, man fängt von Neuem an und wenn man das analysiert und jeden Trade analysiert und gerade die schlechten Trades hinter, kriegt man ein Gefühl daran, wo man sich vielleicht verbessern muss, wo die Fehler liegen und entwickelt sich permanent weiter. Und das Wichtige ist, wenn man traden möchte, auch aktiv traden, keiner würde sich trauen zu sagen, er ist morgen Gehirnchirurg, nur weil er vielleicht mal ein Buch gelesen hat und sich das Besteck gekauft hat. Beim Traden habe ich das Gefühl, sobald ein großer PC im Hintergrund steht und man sich beim großen Broker angekündigt hat, ist man Trader. Das ist natürlich völlig falsch, das braucht Zeit und das kostet auch wirklich viel Einsatz. Und viele Trader sagen, es ist ein Job rund um die Uhr und dementsprechend braucht man auch die Zeit dafür und auch die Nerven. Es klingt alles so logisch, aber wir sind nun mal nicht so rational, sondern wir sind zum Glück aus Fleisch und Blut emotional und menschlich, natürlich. Aber vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Tipps von dir, wie man seine Emotionalität so ein bisschen in den Griff bekommen kann und dann doch eher nüchtern rational an der Börse entscheidet. Denn das ist wahrscheinlich erfolgsversprechender. Also mein Tipp ist, holen Sie sich Ihren Risikomanager mit ins Boot. Kann die Frau, der Partner, wer auch immer sein. Schreiben Sie sich bei einem Kauf einer Position auf, was Ihr Kursziel ist, wo Sie aussteigen möchten. Und schreiben Sie das auf Papier, vielleicht nicht in Excel, wo Sie die Daten noch ändern können. Geben Sie das Ihrem Risikomanager. Und wenn das Ziel erreicht ist, entweder oben oder unten. Oben kann ich Stops nachsetzen, bei unten muss ich dann die Position verkaufen. Dann kommt der Risikomanager ins Spiel und sagt, wir haben gesagt, mit 20% Verlust sind wir raus. Und dann, aber nee, die haben doch jetzt bestimmt, nein, verkaufen. Wenn man das hinkriegt und also wirklich holen Sie sich jemanden dazu und sprechen Sie auch mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Wenn ich mit Apple-Nutzern über Apple spreche, sind die alle begeistert. Wenn ich auf eine Goldmesse gehe, will jeder Gold kaufen. Aber sprechen Sie mit dem, der eine andere Meinung hat, um einfach da wirklich beide Seiten zu hören. Und dann, ich glaube, das Beste ist wirklich mal einen Zettel und einen Stift und beim Kauf zu sagen, wo ist mein Ziel und wo steige ich aus. Das sind 2 Werte, aber das fällt vielen schwer, diese Werte überhaupt zu geben, weil einfach mal kaufen und gucken, wo es hingeht. Also das ist Roulette, das hat aber nichts mit Anlegen zu tun, sondern man muss ein Ziel haben und man muss sagen, wo man aussteigt. Und wenn man beides formuliert hat, auf dem Zettel hat und das auch Sinn ergibt, weil es macht natürlich keinen Sinn zu sagen, mein Kursziel ist 10% Steigerung, bei 20% Verlust steige ich aus, das ist ein ungesundes Verhältnis. Und wenn man dann seinen Risikomanager hat, der einem da auch rigoros kontrolliert, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg, dass man langfristig erfolgreich ist. Gewinne laufen lassen, Verluste minimieren, den Risikomanager sich zur Hand holen und ehrlich zu ihm sein, aber auch ehrlich zu sich selbst. Vielen Dank auch für deine ehrlichen Worte hier bei uns im Interview. Danke, Matthias. Danke, Holger.